mal los. Wer sind Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne schon 37 Jahre hier und das ist das erste Mal, dass wir sowas miterleben und man ist natürlich sehr interessiert, was jetzt überhaupt passiert. Leider haben wir noch keine nähere Informationen von der Feuerwehr erhalten. Ich gehe aber mal davon aus, dass das noch passieren wird. Aus dem Internet habe ich bereits erfahren, dass wohl im 1 Kilometer Umkreis evakuiert werden muss und hauptsächlich natürlich auch die Kliniken sind davon betroffen und ich glaube, das ist auch schon eine große logistische Aufgabe, die da ablaufen muss. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Und natürlich auch für die Feuerwerker, die dann entsprechende Vorbereitungen treffen, um diese 500 Zentner Bombe da zu sprengen. Wo und gehen Sie hin, wenn Sie jetzt hier raus müssen? Ja, wir haben das Glück, dass wir heute Abend ins Theater nach Van der Eickel fahren. Aber werden natürlich vor Mitternacht auch wieder hier sein. Und ich bin mal gespannt, wo wir dann eventuell unterkommen können. Leider wohnt unsere Tochter etwas weiter entfernt, sonst könnten wir da Unterschlupf finden.